Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Hier spricht Hubert Arnold, seines Zeichens Kantor zu Beuel am Rhein. Ich bin gerade in meiner Kirche und wollte zeigen, was ich mit meinem alten DX7 anstelle. Man sieht so ein bisschen einen Rundblick und ja, oben hinter mir sieht man die Orgel. Die möchte ich gerne spielen und zwar von hier unten aus, wo die Musiker sind. Und das ist natürlich ein schwieriges Unterfangen und dazu gibt es eine besondere Geschichte und dafür stelle ich jetzt einmal das Video um auf normal, weg vom Selfie-Modus. Da oben ist die Orgel und hier vorne wird gespielt irgendwann. Und da steht ein alter DX7, hier ahnt man es. Ja, er ist eingebettet in ein Holzgehäuse. Warum mache ich sowas? Ich zeige es euch. Wenn ich jetzt hier spiele, passiert nichts. Ich muss ein Register ziehen und diese Register sind an den letzten Tasten, nämlich hier. Wenn ich diese Taste runterdrücke, dann tut sich etwas. Und ich möchte natürlich die Taste nicht festhalten müssen und deshalb habe ich diese Registerwippen gemacht. Da geht die Taste runter und da geht die nächste Taste runter. Die Register meines Rückpositivs. Und drei Register im Schwellwerk. Und so kann ich meine Orgel als Continuum-Instrument benutzen. Die MIDI-Gabelage geht in eine MIDI-Matrix und hier geht das Kabel ganz unauffällig die Säule hinauf und landet dort auf der Empore. Ganz so schlimm ist der Kabelsalat nicht. Ihr seht also, mit so einem DX7 in einem Holzgehäuse kann man wunderbar eine Kirchenorgel spielen. Ja, wunderbar geht anders. Es fühlt sich ziemlich matschig an, aber es funktioniert und das ist die Hauptsache. Das waren die Neuigkeiten aus Beuel am Rhein. Der DX7 spielt und spielt und spielt.